Ja, Leute, dann heißt ich Installateur. Wir kommen als Hyper Final Fantasy VII Remake. Ah, mach mal halt weiter, wo wir es gleich gehabt haben. Ach, mal weiter. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Die sollen es ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Ich habe mal meinen Türm und nein, runter. Ich fange Scheiße. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüssel? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Der Arbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Markostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ist schon gut. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst.
Spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Was soll ich tun, das hier lesen? Aber lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung, um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Allerdings... Jetzt, wo wir das Makro haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. In welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Marco Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los! Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind, und Tag und Nacht frisches Marco fördern. Marco ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Marco-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Marco hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird.
Viel Spaß! Hat Ihnen der Film gefallen? Ja, das ist ein Film. Total tote Hose. Was ist jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte und entwickelte Methoden, Marco als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Marco-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Aber was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video.
Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Da kann passieren, man spaltet es sogar. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hart. Oh. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Soll der Bürgermeister rumlungern? Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Domino erwartet euch. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat.
im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte, ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgard bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid, dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ihr sagt ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Ja, dann ist wohl kein anderer wie das Saison. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal zählen können, finde ich. So, dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich.
Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung. Wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, oh. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät, aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung von irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine KI darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Ein Hoch! Auf den Bürgermeister. Alles klar. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Den Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Ah, lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrecher niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Mutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Guten Abend. Was darf es sein? Gucken, ob die Waffen da selbst mal Waffen hat. Tag noch.
Plane klar sind, müssen wir das ändern. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf? Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Was ist? Wollt ihr etwa aufgeben? Ah, komm. Na, mach mal das. Yeah.
Ja, klar. Ja, klar, stimmt. Ach komm, Mann, ich sag es nicht, war fertig. Wo ist es? Ich schau mir alles hängt. Ich meine, wenn ich frage, genau, wie es ist. Gewonnen.
Oh, komm, du kannst auf jeden Fall selbst noch die Abstrahole kriegen. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Nee. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Hallo Cloud, ich habe dich erwartet. Erinnerst du dich nicht? Ja. Ich bin Lehrling in der Forschungsabteilung von Shinra. Ich weiß über dich Bescheid, da ich ins Netzwerk des Firmenvorstands eingedrungen bin. Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ich stelle einen Vertrauensanstieg fest. Machen wir es kurz, um keinen Verdacht zu erregen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier. Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen. Ein Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Viel Glück bei der Terroristenjagd. Wie geht es jetzt denn nur weiter? Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Utai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was?
Halma hat es mir erzählt. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Jawohl. Ja, der Pechnerschei. Ah, das Zugestimmt. Ein paar Anleit. Hier ist aus ein Kerl.